Der japanische Staudenknöterich ist die Hölle auf Erden. Hast du den in deinem Garten, ist dieser verloren. Der ist so invasiv, der breitet sich so schnell aus, dass du ihn nicht mehr los wirst. Ein Zipfelchen von der Wurzel bezweckt schon, dass er sich wieder ausbreitet. Hast du ihn unter der Terrasse, unter den Pflastersteinen und in deinen Beeten, kriegst du ihn nicht mehr raus, ohne dass du diese Bauwerke abbauen musst. Von daher achte genau drauf, ob sich dieses Gewächs bei dir breit macht. Ich zeige dir das jetzt hier im Feld, hatte es aber auch schon in ganz vielen Kundengärten, wo dann der Kunde gesagt hat, mach doch mal schnell raus. Du musst so exakt arbeiten, um wirklich jede Wurzel zu erwischen und auch noch 1-2 Jahre später dein Augenmerk darauf haben, jedes aufkommende Teil zu entfernen. Erinnert dich bestimmt auch an Giersch oder an wildes Gras oder ausläuferbildenden Bambus. Aber diese Kategorie ist noch schlimmer. Invasiv bedeutet übrigens etwas Artfremdes dringt in ein Gebiet ein. Und in dem Fall ist es dieser japanische Knöterich. Also wirklich ein Eindringling. Dieser verdrängt auch heimische Gehölze, also gerade Stauden oder Wildstauden, weil der überwuchert einfach alles. Jetzt zeige ich euch, wie wir diesen Eindringling mit dem Spaten entfernen. Und so geht das. Diese dicken Rhizome, die sind so hart, die schieben sich einfach überall drunter. Und in deinem Garten geht es auch unter die Terrasse, Plattenwege, Pflasterwege. Deswegen ist es wichtig, dass du alle Stücke dieser Rhizome entfernst. Und achte drauf, vielleicht einen halben Monat später oder einen Monat später und 6 Monate später, ob diese Pflanze, dieser Knöterich, wieder zum Vorschein kommt. Jetzt heißt es nämlich, immer wieder gucken, ob irgendwas hochkommt und sofort entfernen. Ich zeige dir das jetzt nochmal, indem ich die Kamera drehe, damit du mal siehst, wo der sich alles ausgebreitet hat. Hier wächst er ja jetzt an dem Feld entlang. Über 25 Meter in der Höhe bis zu 2,50 Meter und es geht ja noch höher. Und hier kommt er schon an den Wegrand. Ja, das Einzige, was den hier aufhält, ist der Schotter des Weges. Eine wahnsinnig invasive Pflanze. Ich kann es nur sagen, achtet auf jeden Fall drauf, dass sie sich nicht bei euch im Garten befindet. Selbst der Hund ist nicht begeistert. Hier sind die Ausläufer schon bis hierher ausgetrieben. Und ich zeige euch den jetzt nochmal von nahen. Bitteschön.
Es nützt auch nichts, wenn du ihn einfach nur hier abdrehst. Du siehst, der ist so stabil. Du musst ihn wirklich mit allem ausgraben, was ist, weil sonst verbreiten sich diese Wurzeln wie die Pest. Also ganz schlimm. Hier also meine Empfehlung: auf keinen Fall im Garten behalten und weg damit. Einige empfehlen ja, den einfach abzumähen. Das kannst du natürlich auch machen, aber du musst dran denken, dass du diese Rhizome immer noch im Garten hast und sie jederzeit wieder aktiviert werden können. Ich selbst bin für unbedingt ausgraben und dranbleiben, damit du weiterhin Spaß in deinem Garten hast und dich nicht von diesem Knöterich überwuchern lässt. Wenn das hier der kleine Bruder ist, dann weißt du ja jetzt, wie groß die Wurzel sein wird vom großen Bruder, der hier hinter mir steht. Und da hatte ich jetzt keine Lust, was auszugraben. Verzeih mir das, denn ich hoffe, dass niemals nicht du diesen Knöterich im Garten hast. Und wenn du dich jetzt fragst, wohin du den entsorgen sollst, dann fragst du am besten bei deinem Wertstoffhof, wohin du ihn lagern sollst, und schmeiß ihn bitte nicht in den Grünkompost, sonst hat der Nächste ihn klein gehäckselt in seinem Garten für weiteres Wachstum. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like, kommentiere, schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du eine Pflanze im Garten hast, die dir wirklich auf die Nerven geht.